Kennst du noch ScareSeth? Das Format, wo ich Content von anderen nehme, es bei mir hochlade und es meinen Content nenne. Clever. Tag Leute, ich bin's wieder. Seth. Renommierter Alkoholexperte. Vielleicht können wir ja so eine kleine Reunion starten. Was haltet ihr davon? Alkohol wird dann aufgenommen? Nee, nicht Reunion. Wie heißt denn das? Wenn man was neu aufleben lässt. Jetzt muss ich den Scheiß googeln, oder was? Revival, sag ich doch. Nur versprochen. Oder ihr habt was auf den Ohren. Und ich habe auch fantastischerweise schon ein Thema, was mir zuhauf in den Kommentaren vorgeschlagen wurde, weil ihr diese gelben Büroräume einfach abfeiert. Das ist einfach Bombe für euch. Ha, ha, schleck mal, ja, geilo, weino. Es ist auch 2022. Zugang zur Bildung in der modernen Zivilgesellschaft nie einfacher. Könnte Heilmittel für Krebs erforschen, wie man Raumfahrt allen zugänglich macht. Scheiße, die Bullen, Alter. Aber es sind die gruseligen gelben Büroräume, die wirklich zählen, Leute. Da habt ihr mal wieder richtig die Prioritäten gesetzt. Ich bin stolz auf euch. Why no? Ob es so eine gute Idee ist, euch ein schlechtes Gewissen für den Content einzureden, den ihr abfeiert? Vermutlich schon. Ey, ne, aber die letzten ScareSeth-Episoden, die waren... Naja, Alter, muss ich ja schon mal sagen. Also ihr müsst dann auch schon einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr das feiert, ne? Also nicht einfach nicht machen, sondern einfach mal machen, bitte. Weil sonst kann ich das wieder nicht oft machen und alle sind mega traurig. Irgendwer wird schon traurig sein. Für alle, die das Meme nicht kennen oder nicht verstehen, die Backrooms sind eine Creepypasta, wo man sozusagen in die Hinterzimmer der Realität rein no-clippt. Man befindet sich dann in einer Art Paralleldimension. Das sind halt diese gelben, endlos verschachtelten Labyrinthe an Büroräumen oder Gängen. Und da passieren sehr merkwürdige und unheimliche Dinge. Das Video hier ist in den letzten Wochen viral gegangen und soll die ganze Sache ziemlich gut einfangen. Ich bin sehr gespannt. Sound. Camera. Rolling. Alright. And action. Ich und die Jungs sonntags morgens nach der Party. That was good, guys. Alright, that was good. I'm taking we get a wide angle and then we're done. Okay? Alright? Yeah, cool. Okay. Die drehen da irgendwie einen Film oder so. Da war kein Schnitt, Leute. Ich habe keinen Schnitt gesehen. Krass, wie haben die denn das gemacht? Ja, na, da geht's also los im IKEA-Simulator. Kane Parsons, wir sind sehr aufgeregt, was du so zu bieten hast. Hello? Wer bezahlt eigentlich in den Backrooms die Stromrechnung? Okay, ich höre ja schon auf. Da war kein Schnitt. Okay. Boy. Hello? Da war was. Is someone there? Oh, da kriegen wir ein bisschen Gänsehaut. Ist das aufgemalt oder ist das ein kleiner Spalt? Boah, ich habe jetzt so krass mit dem Jumpscare gerechnet. Holy! Ich bin fast ein bisschen froh, dass sie es nicht gemacht haben. Sehr vertrauenswürdig. Ja, da solltest du unbedingt hinaufsteigen. Das, nichts daran kann schief gehen. Hm. Man sagt ja, dass man da nie wieder rauskommt, ne? Oh, die haben mal eine andere Farbe gewählt. Kreativ. Alter, wie haben die denn das überhaupt gefilmt? Das ist ja die Mordskulisse sein. Can anybody hear me? Hello? Damn it. Das was. Hinten an der Ecke. Oh no, geh nicht dahin. Wenn du Stimmen hörst, folge denen nicht. Das war das Credo.
Sind noch manchmal Sachen eingezeichnet. Ja. Man ist sich nicht sicher, ob das Fallen sind. Oder Hinweise, nett gemeinte, von anderen, die dort reingezogen wurden. Okay. What the hell? Oh shit! Ich wollte gerade da Peter und Jessica Forever lesen oder so mit so einem Herz. Und dann kommt das fliegende Spaghetti-Monster. Man hört es immer noch. Shit! No! Ehrlich gesagt, ich hätte es auch gemacht. Nicht, das hat verschiedene Level. Das war nur das erste. Und es soll immer schlimmer werden. Okay, das sieht ganz anders aus gleich. Krass gemacht auf jeden Fall mit dieser Enge. Überhaupt, dass sehr wenig Sound ist. Es fängt dieses Unwohlsein, die Paranoia gut ein. Die haben sogar Mülltonnen, Alter. Ich würde so gerne sehen, wie man das macht. So ein Making-of von dem Ding. Gibt's das? Das ist real. Oh no. Alter, würde ich einen Bürojob haben, so, dann würde das definitiv meine Urängste triggern. Ich frag mich, ob wir das Ding noch mal sehen. Komische Scribble-Bob, Alter. Oh no. You gotta be kidding me. Wie lange der da wohl schon unterwegs sein muss? Verhungerst ja halt auch irgendwann oder verdurstest. Vielleicht gibt's auch eine Ebene mit Kühlschränken oder so. Snickers-Automaten. Weiß man ja nicht. Sehr gut gemacht, dieses langsame Umschwenken. Da kommt's gleich. Was? Der kann nicht mehr weg. Der kriegt Sinn. Oh.
So was habe ich aus den Utensilien in meiner Federmappe damals gebaut. Oh. Man kann doch weiter. No! No, er ist wieder in der Realität geglitscht! Ei! Ei, ei, ei! Doofe Ausgangslage, muss ich sagen. Hätte der Ausgang nicht irgendwo am Beach sein können? Auf Malle oder keine Ahnung was? Wäre irgendwie ein bisschen nicer. Direkt in den Eimer Sangria. Ja gut, liebe Leute, das war Backrooms Found Footage. The Backrooms. Sie haben nicht irgendwelche, sondern die, Alter. Ihr wisst, wovon wir reden. Sehr gutes Video. Ich verstehe ja, dass das so abgefeiert wird. Das ist halt, es fängt halt in vielerlei Hinsicht handwerklich genau das ein, was diese Creepypasta oder diese Idee daran irgendwie so scary macht. Und ich glaube, das ist, also Umsetzung halt nice so. Cooler kleiner Grusel für zwischendurch so und keine Ahnung, wer sich dafür interessiert. Ich verstehe tatsächlich halt auch, mal abseits von den Späßen im Intro, die Faszination daran, weil dieses Backrooms-Ding ist halt irgendwie schon, weiß ich nicht, eine interessante Sache, so was sich die Leute da so ein bisschen zusammenspinnen. Sehr, sehr cool. Und ich freue mich auf jeden Fall auch noch auf was weiteres. Ich bin nur der Meinung, oder ich habe nur Angst, dass sich das ein bisschen auch schnell erschöpft, so wenn man halt, also die Location ist halt sehr unergiebig, sag ich mal. Die Angst ist halt relativ schnell abgehandelt und was kann man halt da drin verstecken, außer ein cooles Monster-Design oder ich sag mal irgendwie, ich weiß nicht, in Videogames so Stimmen, die man hört und man ist sich jetzt nicht sicher, folgt man denen, weil man das auf der Wand liest oder lässt man es lieber bleiben oder so. Also das sind so kleine Dinge, aber es hat schon Potenzial auch. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wir haben es gesehen, heute schnelles kleines Video, weil ich leider nicht mehr schaffe, ich hoffe, ihr verzeiht es mir, aber wie gesagt, viele Leute haben nach Scarcef gefragt und insbesondere nach diesem Video. Habt das, gerne geschehen, bis zum nächsten Mal. Bye, no.